wenn sie eben auf Pakete oder auf Briefe warten. Das könnte ein bisschen dauern in dieser Woche. Innerhalb kürzester Zeit wird bei der Post wieder zumindest gestreikt. Das sind Warnstreiks heute und morgen angesetzt, kurz vor den Verhandlungen am Mittwoch. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie sieht es aus mit unseren Rechten, wenn wir einen Brief erwarten oder verschicken müssen. Das besprechen wir mit unserem Rechtsanwalt Kai Rodegra, zugeschaltet aus Würzburg. Hallo. Hallo Fatma. Lieber Kai, ja, wie ist das? Habe ich überhaupt ein Recht als Kunde, wenn es um Briefe geht? Naja, als Verbraucher guckt man da eher in die Röhre, in Anführungsstrichen, denn die Post garantiert nicht eine Zustellung von Briefen am nächsten Tag. Es sollen zwar mindestens 80% aller Briefe am nächsten Tag zugestellt werden, aber garantiert ist das nicht. Und wenn dadurch ein Schaden entsteht, kann ich die Post in der Regel nicht haftbar machen. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man Angst haben muss, dass ein Geburtstagsgruß zu spät kommt. Manchmal geht es ja auch um so wichtige Sachen wie Mahnungen und Rechnungen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig was zahlen kann wegen den Warnstreiks? Ja, wenn man eine Rechnung viel zu spät bekommt und die Frist in der Rechnung ist bereits abgelaufen, weil der Brief zu spät zugestellt wurde, dann sollte man sofort Kontakt aufnehmen mit dem Rechnungsersteller und sagen, liebe Leute, ich bezahle, also per E-Mail dann zum Beispiel Kontakt aufnehmen, aber ich habe den Brief erst heute bekommen, die Post hat so lange gedauert und dann braucht man keine weiteren Mahnungen mehr befürchten. Oder wenn gar ein Inkassounternehmen eingeschaltet wird, weil man eine Rechnung nicht bezahlt hat, dann sollte man auch gucken, war der Poststreik schuld? Habe ich die Rechnung überhaupt bekommen? Denn Inkassokosten sind nur zulässig, wenn der Rechnungsaussteller nachweisen kann, dass die Rechnung auch tatsächlich beim Verbraucher angekommen ist. Also Inkassokosten nicht immer gleich einfach bezahlen, sondern sich wehren. Okay, also es ist ja nicht nur so, dass wir auf Briefe und Pakete warten, sondern viele müssen jetzt auch mal einen Brief aufgeben, zum Beispiel, weil sie Fristen einhalten müssen. Und jetzt, was mache ich dann? Ja, da ist man dann selbstverantwortlich. Kündigungsfristen vom Fitnessstudio oder einen Mietvertrag kündigen oder man will Einspruch einlegen gegen einen Bußgeldbescheid, weil man vielleicht zu schnell gefahren ist. Da muss man dann wirklich anders reagieren. Da muss man das gute alte Telefax womöglich bemühen, auch sein Schreiben vorab per E-Mail hinschicken oder am besten die Briefe persönlich abgeben. Ist ja möglich beim Fitnessstudio zum Beispiel oder auch beim Vermieter. Bei einer Einspruch gegen Bußgeldbescheid ist das ein bisschen schwieriger, aber da würde ich dann tatsächlich das gute alte Telefax bemühen, denn ich kann mich nicht darauf berufen, ich konnte nicht rechtzeitig Einspruch einlegen, weil die Post gestreikt hat. Da bin wirklich ich als Einzelperson in der Verantwortung, dass der Brief rechtzeitig beim Empfänger eingeht. Also muss man durchaus ernst nehmen. Schauen wir uns noch die Misere mit den Paketen an, in denen zum Beispiel verderbliche Waren oder Blumen drin sind. Wer haftet dafür den Schaden, wenn das Paket viel zu spät ankommt? Ja, Blumen verschicken mit der Post, das geht tatsächlich. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber das geht. Aber wenn die Blumen aufgrund überlanger Postlaufzeiten natürlich verdorben ankommen, dann kann man sie zurückschicken, die Annahme verweigern. Denn der Absender garantiert mir ja, dass die Blumen noch frisch ankommen. Und das Risiko liegt dann bei dem Absender, dem Blumenunternehmen, so will ich es mal sagen. Also, heute und morgen gibt es die Warnstreiks, am Mittwoch dann die nächste Tarifrunde und die Verhandlungen. Verdi verlangt 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr und die Post lehnt das bisher ab.